Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Wir erreichen heute die Küste. Oh, ich wusste nicht, dass meine Dörren mitkommen. Ich hatte Soldaten und dergleichen erwartet. Vielleicht sind sie schon fort? Nein, sie sind hier. Irgendwo im Dschungel. Welcome to the Jungle. Und ich merke an, ich habe nicht neu gelandet oder irgendwas und ich habe wieder 30 Schuss. Also, ne? Munition kaufen in dem Spiel komplett überflüssig. Oh, 1000 Rupien. Warum stöhnst du denn so hässlich? Und verfolgst du mich überhaupt? Es ist ja noch nie passiert. Bin doch immer im Alleingang hier unterwegs. Ja. Naja, dann gehen wir mal hier rein. Es wird ja bestimmt nicht irgendwie da so ein scheiß Vieh auf mich warten. Soldaten da vorne. Was sollen wir tun? Nichts, wie du siehst. Na, oh, fast hätte ich es erreicht. Das ist ja blöd. Oh Gott, sieh dir das an. Kadaver meilenweit. Sie kamen mit aller Grausamkeit, die sie besaßen. Ja. Das ist natürlich nicht so nett, aber guck mal, meine Zombie denn. Geil, ein paar neue Schlafpfeiler, super. Na, Freunde, seid ihr schon tot? Guck mal, der lebt noch. Schweinerei. Gut, lässt mich halt kalt, warum auch nicht. Warum sollte mich das auch interessieren? Ja, ihr stellt euch aber alle Hirn ab, ey. Ups, hier rüber. Hüpf, 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 hüpf. Hüpf mir das Lied vom Tod. Oh, ein Kroko. Hat sich gerade was zu essen besorgt. Ist das nicht süß? Ich finde das voll knuffig, wenn die Natur so ist. New. Plötzlicher Farbwechsel. New. Oh nein, ein Sperrgebiet. Ich glaube, das ist relativ scheißegal, weil wir alle tot sind. Wollen wir da hingehen oder lieber nicht so? Oh, vielleicht können wir jemanden beschützen. Aha, ich habe jemanden gerettet. Glaube ich. Na, was geht ab, ihr Süßen, hä? Kein Ding, Bruder. Die Gefangenenhüter befreien. Ja, dachte ich mir schon, dass das optional ist, aber. Dann zumindest so ein kleines Dankeschön oder so. Wo ist eigentlich meine Dörne hin? Ach, die ist jetzt weg, die alte, ja? Das freut mich ja. Schön, dass du wieder da bist. Mich gerade gewundert, wo du bist. Wo sind Spanier von uns? Ich muss der Spanier töten. Ich bin der Spanienmörder. Wo sind die denn? Sind ja laut Karte direkt vor mir. Ach, da unten sind die. Guck, guck. Tja. Das war weniger elegant als geplant, aber es hat funktioniert. Oh, schaffen wir es vielleicht etwa alle Hüter zu befreien? Uiuiuiui. Das wäre ja famos. Famos und skandalös. Warum es skandalös wäre? Ich habe keine Ahnung. Aber ich behaupte es einfach. Was wollt ihr dagegen tun, ne? Mich anzeigen? Ha. Fight me, bitch. Stell mal nicht so rum, Alter. Wir müssen, Alter, meine ich. Wir müssen hier nämlich voll cool. Ping, ping. Nein, die haben einen abgeschossen. Verdammt. Oh Gott, der lebt zum Glück noch. Hat daneben geschossen. Ja gut, ich soll sie einfach abstechen. Ich habe aber immer Angst, dass wenn ich zu nah komme, dass ich einen Trigger-Triggerer. Wie heißt das denn? Ich, wie heißt denn das? Ein Scripted Event-Triggerer, dass sie dann automatisch abgeschossen werden. Wenn ich zu nah rankomme, keine Ahnung. Ich meine, ich weiß es nicht. Das ist eine Vermutung. Das ist ein Ubisoft-Spiel after all. Na? Oh, da oben ist ein... Ein alles sehr eigenartig. Was ist das? Später ein. Ich erzähle es dir, wenn wir fertig sind.
Wenn sie stirbt, dann erzählen sie nicht. Oh, deswegen kommt sie mit. Ja, ich verstehe schon. Damit hier unser lieber Herr Edward nochmal so einen richtigen emotionalen Fick ins Gesicht bekommt. Dass hier die Gute auch noch stirbt. Ja. Ich verstehe schon. Macht Sinn. Okay, ist jetzt irgendwie kein Erschießungskommando mehr. Also habe ich die optionale Quest noch ein bisschen verkackt. Naja. Ups. Ich habe mein Bestes getan, okay. Was nicht sehr viel ist, aber ne, can't judge me. Nee, ist auch kein Erschießungskommando mehr. Ach, schade. Heilige Mutter Gottes. Ist das der Ort, den wir gesucht haben? Ei. Hör auf, die heilige Mutter damit reinzuziehen. Guck mal, die Halte Tür ist hier sogar wach. offen. Niemand darf mir folgen. Bereit für noch ein Dutzend Kämpfe. Ei! Ei. Willst du ein paar meiner Kanonen haben? Okay. Sollte ich da jetzt lang gehen? Ich glaube, der hat Spaß mit seinen Beinen. Also ich kann ja kein Spanisch, aber. Na, ihr Süßen? Ja, gut. Man sollte meinen, dass euch das. Interessiert mich doch nicht. Hast du noch ein bisschen Money dabei? Da kann ich gar nicht nachgucken. Anyway, ich muss da wohl ranjumpen, habe ich gehört. Dann jump, jump, neue deutsche Welle. Perfekt. Da. Okay, das sah falsch aus. Wohin muss ich überhaupt? Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss in die andere Richtung, kann das? Ich muss da zu dieser Plattform da, zu diesem Vorsprung. Schätze ich jetzt zumindest einfach mal. Behaupte ich einfach mal ganz dreist. Nee, das. Ja, doch, das ist schon. Nee, das war falsch. Das ist okay. Ja. Ach, guck mal, ist auch so eine Plattform. Ja, doch, doch, okay, perfekt. Oh, hallo. Ah, das. Hui, okay. Ich habe mir nicht damit mehr gerechnet, dass die runterfährt. Naja, gut. Ist ja auch nicht so wichtig. Und ich schreibe dem bloß Steam an, obwohl ich offline bin. Ja. Wow. Warum sollte man noch. Alter. Hallo. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich sie mit den Verteidigungsanlagen umbringen soll. Sie irgendwie da reinlocken. Keine Ahnung. Ich bringe sie einfach um. Das ist, glaube ich, das Beste für alle. Oh Gott, da kommt er. Ne, jetzt hast du den. Jetzt hast du den Spaß versaut. Das muss ich leider so umbringen. Tut mir unheimlich leid für dich. Okay, cool. Das Gewackel nervt doch nur minimal. Ja, jetzt geht's da. Ich könnte eigentlich hier hin. Hallo, Arschgesicht. Nein, ich wollte nicht dahin. Der wird doch bestimmt gleich hier. Ja, dachte ich mal. Hallo. Ah, da rüberjumpen, okay. Vielleicht sollte ich nicht immer so freudig sein. Tschüss. Ist mir auch gerade runtergefallen. Oh Gott, Ruckel. Hör. Oh. Hör auf damit. Mach hier nicht alles kaputt, mein Freundchen. Das sieht sehr funkelt. Das ist aber gerade weg. Cool. Naja, stört du nur. Das wird dir nicht helfen.
Da wäre ich erst reingerannt, weil ich dumm bin. Ich sollte das vielleicht ein bisschen weiter beobachten. Okay. Dann gehe ich jetzt hoch. Fragezeichen. Nein, ich gehe nicht hoch. Ich verstehe. Okay, knapp. Ja, cool. Cooles Verteidigungssystem. Cool, cool. Muss ich jetzt hier hoch? Ich glaube, ich muss nach rechts, ne? Hui. Haha. So weit, so gut. Na los. Komm hier wieder runtergefahren, du. Du Ding. Okay. Jetzt kommen wir da hoch, alles klar. Noch verstehe ich's, kein Problem, alles in Ordnung. Jetzt ist die Frage, muss ich von hier aus da zu ihm springen oder? Ne, guck mal, da ist ja auch so eine Barriere. Wir hätten die Macht übernehmen können und all diese mickrigen Reiche in die Knie gezwungen. Es steckt so viel Potenzial in. Es gibt so viel, was du noch nicht erreicht, was ich dir zeigen könnte. Tut mir leid, ich muss dich leider umbringen. Du alter Sack. Captain Kenway, immerzu ein Dorn in meinem Auge. Erfüllt dich dieser Mord mit Stolz? Ich habe nur ein Werk vollendet, Torres. Wie du es auch getan hättest. Wie ich es getan habe, denke ich. Dir ist keine Familie geblieben, keine Freunde, keine Zukunft. Deine Verluste sind weit größer als unsere. Das mag sein. Aber dein Tod macht ein größeres Übelwett, als ich selbst je beging. Nun, daran glaubst du wahrhaftig? Ihr wolltet die ganze Menschheit einsperren in einen watteweichen Käfig. Warm und sicher. Jedoch taub und abgestumpft, jeder Seele beraubt. Also ja. Nach alledem, was ich in den letzten Jahren sah, glaube ich fest daran. Ihr tragt eure Überzeugung gut. Sie steht euch. Ein Schiss, alter Mann. Tja. Horus hat etwas Böses erweckt. Sind wir sicher? Da wir den Apparat haben, glaube ich schon. Wie nennt ihr diesen Ort? Ort. Captain Kenways Torheit. Ich hätte für Puff gestimmt. Wir versiegeln den Ort und werfen den Schlüssel weg. Bis ein anderer Weiser erscheint, bleibt die Tür verschlossen. Hier waren Gefäße, als ich zuletzt hier war. Voll mit dem Blut früherer Menschen, sagte Roberts. Doch, nun sind sie fort. Dann liegt es an uns, sie zurückzuholen, bevor die Templer davon Wind bekommen. Oh, Friendship. Uns helfen. Werde ich, aber erst wenn ich daheim alles in Ordnung gebracht habe. Oh Gott, das schüchtert mich ab. Das kam letzte Woche an. Tja, dem Gesicht nach zu urteilen, keine guten Nachrichten. Ja, Hüter habe ich nicht befreit. Keine Ahnung, habe ich nicht gefunden. Leck mich doch. Wachen mit. Ja, das habe ich nicht verstanden. Bin ich so blöd für, okay? Fortsetzen. Was steht drin im Brief? Los, verrat es uns. Lieber Edward, wir haben alle keinen Bock mehr auf dich. Tschüss. Gezeichnet deine Mutter. Aufwachen. Ich glaube, wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Oh Gott, wer bist nicht du denn? In dieser Epoche jedenfalls. Oh Gott. Ich wünschte, ich könnte das alles erklären. Aber es bleibt nicht viel Zeit. Die Kurzfassung ist, du hast meine geliebte Juno gesehen. Und für einen Moment dachte ich, sie würde deinen lieblichen Körper einnehmen. Aber irgendwas ging schief. Und jetzt ist sie wieder da draußen, ziellos. Oh, sie war absolut hinreißend. Aus einer Rasse wildschöner, wunderbarer Kreaturen. Sie haben euch erschaffen. Wusstest du das? Dein Volk war nur
Ein Werkzeug für sie. Das ist alles, was ihr wart. Alles, was ihr je sein solltet. Nicht mehr lang, hoffe ich. Denn die Welt ist schon fast reif für ihre Rückkehr. Vernetzt. Bereit für ihr zweites Kommen. Oh, oh. Da kommen sie. Diese Templer. Oder vielleicht die Assassinen. Idioten! Alles ab! Ich beneide dich. Es war ihr Wunsch, dass ich sie hier begrüße. Es war ihr Experiment, das meine Wiedergeburt ermöglichte als eins von diesen Dingern. Und bleiben! Auf den Rücken legen! Sofort! Er ist bewaffnet! Führe mich in das Grau, Geliebte! Ich bin dein Instrument! Waffe fallen lassen! Runter damit! Weg mit der Waffe! Sicher! Sicher! Prüf den Puls! Er verblutet! Check das Opfer! Sind Sie okay? Können Sie mich hören? Hallo, sagen Sie etwas. Sind Sie okay? Ich glaube, ich bin high auf Droge. Tut mir leid, Süße. Ich dachte, das wäre für einen Moment dieser Roberts. Also sein Nachkomme oder was auch immer. Gott sei Dank. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Können Sie aufstehen? Ich kann ja nicht mal sprechen. Na, Süße, hat schon was vor? Versuchen Sie zu laufen. Okay, wie denn? Mit WSAD? Der Doktor war hier. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Das Mittel in der Spritze war weit, weit unterhalb der tödlichen Dosis. Und was war's? Das sah mir nicht aus wie eine Insulinspritze. Einfach alles. Unsere Beweise wiesen alle auf Sie. Dabei ging alles von John aus. Gott, was er alles auf seinem Rechner hatte. Was immer Sie brauchen, Sie bekommen es. Das war wirklich gute Arbeit. Wo wir davon sprechen, unser Trailer ist fertig. Wollen Sie ihn sehen? Das schulde ich Ihnen. Zeig mir deinen Trailer, Süße. Läuft das auf der Glotze hinterher oder auf dem Monitor? Das hätten wir. Er ist jetzt in Ihrer Datenbank. Ach so. Sie können ihn hier ansehen oder im Animus. Sie werden ihn mögen. Er fängt tatsächlich den damaligen Zeitgeist ein. Bis bald. Und nochmal. Vielen Dank. Ja, kein Problem, glaube ich. Wenn Piraten die Weltmeere beherrschen, erkennen diese Männer, nichts ist mehr heilig und die ganze Welt dreht sich nur um Rum. Beute und Frauen. Hola, Ladies! Diesen Sommer brechen sie mit Abstergo Entertainment zum Abenteuer ihres Lebens auf. Schärfen sie ihre Entermesser, polieren sie ihr Holzbein und segeln sie mit den Teufeln der Karibik. Die Altersfreigabe steht noch aus. Okay. Interessanter Trailer. Ey, durch den Filter, aber sieht das echt fast schon so aus, als wäre das Real-Life-Aufnahme, ne? Not bad, not bad. Okay, aber sehr merkwürdiger Trailer. Und, naja, was jetzt? Sag keine Ahnung. Sehen das Licht? Ist das nicht die Batterie? Ich glaube, das ist die Batterie. Hallo? 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 Entschuldige, mein Name ist Sean und da hinten ist Rebecca, meine Komplizin. Hallo? Wo ist denn da hinten? Verflucht gute Arbeit vorhin, meine ich ganz ehrlich. Uns all diese Daten zu beschaffen, ist nur bedauerlich, dass unser Kontaktmann hier drin so ein, Fanatiker war. Das trifft es wohl, schätze ich. Wir nehmen, wen wir kriegen. Genau, sehr gut gesagt. John erschien uns als gute Gelegenheit, tiefer in die Cloud-Server von Abstergo einzudringen und dafür schäme ich mich nicht. Wir ergriffen sie. Nur wussten wir leider nicht, dass er dich dafür eingespannt hatte. Als Sündenbock, falls es schief geht. Ich schätze, es hat ja doch noch alles super geklappt. Größtenteils, jedenfalls. Was Sean eigentlich sagen will, ist, wenn du weiter für uns hacken willst, sag Bescheid. John hat dir Sicherheitsfreigabestufe 3 gegeben, bevor er starb. Das solltest du nutzen. Die Assassinen können leider nicht so viel bezahlen wie die Templer. Aber es wird sich trotzdem lohnen. Ah, sieh mal, wir sollten uns kurz fassen, Bex. 20 Sekunden. Ah, richtig. Viel Glück. Mach's gut. Echt gute Arbeit. Echt gut. Klopf dir auf die Schulter. Und frohes Hacken. Frohes Hacken. Sollen wir so hacken gehen? Also er hat mir Sicherheitsstufe 3 gegeben und das ist trotz diesen ganzen Sicherheitsvorfällen und Überprüfungen und whatever,
Ist das niemand aufgefallen, dass irgendwie irgend so ein Spasti einfach Sicherheitsstufe 3 jetzt hat? Ich meine, das wird ja bestimmt in irgendeinem System hinterlegt worden sein. Aber ja gut, dann gucken wir uns noch ein bisschen um hier. Was haben wir denn hier? Hier haben wir wieder cooles Ratio. Ach nein, ich sehe schon. Nein. Oh, nö. Wir melden uns. Wir, also ich melde uns, wenn wir drin sind. Lol. Okay, das war diesmal nicht so schwierig wie das andere Rätsel. Zurück gewährt, hurra. Schutzprotokolle werden umgangen, in Verbindung erfolgreich. Ah, in der Bild haben wir hier. Subjekt 17, geborgene Medien. Okay, ist das alles? Ja, das, okay. Wow, cool. Ja gut, es hätte mich jetzt auch geärgert, wenn das ein kompliziertes Rätsel wäre. Was ist denn das für ein dämlicher Anschluss? Kompliziertes Rätsel gewesen wäre und dann kriegt man nur so ein Kackbild. Ja gut, Jungs und Mädels und alles in between. Dann mache ich aber erstmal ein kleines Cutchen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn wir mal hier ein bisschen rumspionieren, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.